Ja, guten Tag. Darf ich mal vorab fragen, wer ist aus der öffentlichen Verwaltung? Sind Sie öffentliche Verwaltung? Sehr gut. Gut, dann versuche ich das mal aus zwei Blickwinkeln in der nächsten knappen halben Stunde zu beleuchten, nämlich einmal aus Sicht der öffentlichen Verwaltung und vielleicht für den Rest aus Sicht der Bürger. Was passiert denn gerade? Zunächst mal, was sind denn die Rahmenbedingungen im öffentlichen Bereich? Im Grunde genommen keine anderen wie auch in der freien Wirtschaft. Im Bereich Banken, Versicherungen sehe ich da, hat man das zum Teil schon gelöst. Zum Teil gibt es aber auch dort in den Unternehmen die gleichen Herausforderungen, die gleichen Rahmenbedingungen, die gleichen Ziele. Am Ende des Tages geht es auch hier um die Digitalisierung und mit Hilfe der Digitalisierung die Prozesse bürgerfreundlicher zu gestalten, transparenter zu gestalten und natürlich auch innerhalb der öffentlichen Verwaltung die Effizienzpotenziale zu heben, die man in der freien Wirtschaft, in den Unternehmen entsprechend auch schon gehoben hat oder noch plant zu heben. Was ist die Grundlage dafür? Auf Bundesebene zumindest mal ein Gesetz aus dem letzten Jahr, aus dem August 2013, hat die Bundesregierung beschlossen, beziehungsweise wurde das Gesetz verabschiedet, dass ab 2020 alle Bundesbehörden sich verpflichten, auf eine elektronische Aktenführung umzustellen. Also eine gesetzliche Grundlage dafür, dass in allen Bundesbehörden in Zukunft diese Bearbeitung möglich ist. Wenn man mal auf die Landkarte schaut, was gibt es derzeit an Projekten, dann stellt man fest, also jede Menge bereits auf Bundesebene, aber auch in allen Bundesländern und innerhalb der Bundesländer in den Kommunen gibt es eine ganze Reihe von E-Government-Gesetzen. Also es gibt nicht nur eine gesetzliche Grundlage für das Bund, sondern das gibt es auch in den jeweiligen Bundesländern und dementsprechend auf kommunaler Ebene und in den Bundesländern eine Reihe von Projekten. Ich werde nachher auf ein Projekt eingehen, an dem das Unternehmen Marcos Reply maßgeblich mit beteiligt ist. Marcos Reply beschäftigt sich also mit der Unterstützung dieser Vorhaben, dieser Prozesse, nämlich mit Produkten, die die gesamte Kette in der Sachbearbeitung, Dokument- und Prozessbearbeitung vom Posteingang bis zum Postausgang unterstützen und optimieren. Ja, und mit was macht es die Makros? Also hier werden eine ganze Reihe von Gesetzen unterstützt, was elektronischer Inputkanal anbelangt, sprich Paragraph 2 dieses Gesetzes, dass jede Behörde verpflichtet ist, auch einen Zugang für die Ermittlung der elektronischen Dokumente zu eröffnen. Elektronische Verwaltung digitaler Nachweise ist Paragraph 3, dass im Verwaltungsverfahren elektronisch durchgeführt werden kann und die entsprechenden Nachweise elektronisch geführt werden. In elektronischen Akten heißt Paragraph 6, die Behörden des Bundes sollen ihre Akten elektronisch führen. Und es geht weiter mit der elektronischen Dokumentverwaltung, sprich Paragraph 7, die Behörden des Bundes sollen anstelle der Papierdokumente elektronische Dokumente verwenden und diese auch zur langfristigen Speicherung nur noch in dieser Form vorhalten. Und das geht dann letztendlich bis zum Self-Service und zum Thema Prozessoptimierung, was ich vorher angesprochen habe, Paragraph 8 und Paragraph 9. Also, dass man dem Kunden, dem Bürger die Möglichkeit gibt, elektronische Dokumente einzureichen, elektronische Dokumente aber auch zurückzuerhalten. Und dass man den Verfahrensstand innerhalb der Behörden darauf anpasst, die Prozesse innerhalb der Behörden jeweils zu optimieren. Dazu gibt es eine Produktsuite, die genau diese Dokumentkette unterstützt, also Posteingang, Scanning, dann das Auslesen der Dokumente, die jetzt eben physisch noch eingereicht werden, zu klassifizieren, automatisiert zu klassifizieren, die notwendigen Informationen zu extrahieren aus den Dokumenten, dann diese Dokumente zu dem richtigen Sachbearbeiter innerhalb der Behörde elektronisch und möglichst automatisiert zu verteilen, um dann in einem elektronischen Arbeitsplatz in der Sachbearbeitung eben die Möglichkeit zu geben, diese möglichst effizient und schnell abzuarbeiten, bis hin
dann wieder in Richtung Output Texte zu erstellen, Dokumente zu erstellen, die dann zurückgehen an den Bürger gegebenenfalls. Und selbstverständlich gibt es eine Archivierungskomponente, in der dann all diese Dokumente entsprechend der Gesetzgebung auch elektronisch langfristig gespeichert und vorgehalten werden. Das Ganze nochmal in einer etwas anderen Darstellung, auch was die Möglichkeiten anbelangt, zukünftig elektronisch Informationen, Akten, Nachweise, Dokumente bereitzustellen. Wir haben auf der linken Seite eine ganze Reihe von Eingangskanälen und das ist eben heute nicht mehr nur das klassische Dokument, sondern das zeigt ja auch hier die Gesetzgebung, dass elektronisch Dokumente auf den unterschiedlichen Kanälen eingereicht werden können. In dem Moment, wo sie, wie ich es vorher erläutert hatte, als physische Dokumente gegebenenfalls bereits elektronifiziert wurden, geht es um eine Verteilung an den richtigen Postkorb. Und hier sind wir dann im Bereich der Sachbearbeitung und des eigentlichen Produkts, das dann für den Sachbearbeiter einer Behörde sichtbar wird. Elektronischer Postkorb, elektronische Akte, also dort, wo er alle Dokumente, Daten und Informationen findet, die er jetzt benötigt, um den Antrag, um das Dokument, das er erhalten hat, entsprechend qualifiziert abarbeiten zu können. Das setzt voraus, dass man auch entsprechende Anbindungen hat an die jeweiligen Kern- oder Fachsysteme, in denen man weitere Informationen gespeichert hat. Und nach hinten raus geht es dann eben auch wieder darum, möglichst schnell, effizient und womöglich automatisiert das, was zum Bürger zurückgeht, elektronisch zu unterstützen. Von draußen in Zukunft, und das betrifft dann ganz unterschiedliche Medien und Devices, das, was Herr Kollege Holst in dem vorherigen Vortrag dargestellt hat, also auch auf mobilen Devices gegebenenfalls, die Möglichkeit zu geben, einen Status einzusehen, wo befindet sich der Vorgang gerade, den ich eingereicht habe, oder auch auf tatsächlich elektronisch archivierte Dokumente zurückgreifen zu können. Ich möchte Ihnen das reichlich Theoretische jetzt mal an einem konkreten Beispiel aufzeigen. Passt ganz gut, weil ich auch aus dem Land Bayern komme. Makros eWorkplace wird beim Landesamt für Finanzen in Bayern eingesetzt. Also ein Landesamt, das dem Finanzministerium in Bayern zugehörig ist und wo die Beihilfen für die Beamten bearbeitet werden. Also ich sage mal, der Teil, den man in der freien Wirtschaft auch in der privaten Krankenversicherung vorfindet und von den Prozessen und von den Inhalten sehr ähnlich ist mit dem, was es auch im Bereich der Versicherungswirtschaft gibt. Ich sehe, das ist nicht der aktuelle Stand, was die Folien anbelangt. Die Grafik stimmt hier leider nicht ganz, die Animation, aber die Inhalte werde ich Ihnen trotzdem hoffentlich vermitteln können. Zunächst mal nochmal der Workflow, wie er sich jetzt konkret darstellt, sehr ähnlich dessen, was ich vorher schon mal kurz aufskizziert habe. Sehr, sehr viele Dokumente, um nicht zu sagen, fast alle gehen hier noch physisch ein. In Bayern sind es täglich 100.000 Dokumente. 100.000 Dokumente, die in 7 verschiedenen Regierungsbezirken bei den Landesämtern für Finanzen eingehen, dort gescannt werden und erkannt werden mit dem hervorragenden OCI- und ICR-System unseres Partners Insiders Technologies. Das Produkt heißt Smartfix und ist auch im Bereich der privaten Krankenversicherungen sehr häufig im Einsatz. Ein Produkt, das sich also dafür hervorragend eignet, möglichst automatisiert zu erkennen, welche Dokumente sind es und alle Informationen zu extrahieren, die für die Folgeprozesse benötigt werden. Nicht alle können vollautomatisch erkannt werden, deswegen gibt es so etwas wie eine Verifikation für die Dokumente, wo das eben nicht vollautomatisiert stattfinden konnte. Und wenn ich diese Ergebnisse erhalte, dann fehlt jetzt hier leider in dieser nicht mehr aktuellen Folie ein Zwischenschritt, nämlich es findet zunächst mal eine Batchprüfung statt, eines in dem Fall medizinischen Expertensystems, also eines Systems, das die Inhalte, die vorher extrahiert wurden, bereits bewertet auf eine Erstattungsfähigkeit. Dafür gibt es in Deutschland Gebührenordnungen, verschiedene Gebührenordnungen für Ärzte, für Zahnärzte. Es gibt weitere Gebührenordnungen, die hier geprüft werden. Also im Falle einer Zahnarztrechnung wird dann beispielsweise geprüft, ob eine
abgerechnete Ziffer GOZ 009, die intraorale Infiltrationsanästhesie, ordnungsgemäß abgerechnet ist, also mit der Begründung palatinal und vestibulär injiziert, viermal abgerechnet, und dann schlägt das Regelwerk zu und sagt, nein, das ist nicht richtig. Das wird hier mit berücksichtigt, und wenn wir diese Ergebnisse zurückerhalten, dann bewerten wir, was muss jetzt mit diesem Dokument oder mit den Dokumenten und mit den Inhalten passieren. Das heißt, sie werden dann verteilt an verschiedene Postkörbe, entweder an Teams, die sich jetzt zum Beispiel um ambulante Arztrechnungen, Rezepte und an weitere Dokumente mit kleineren Rechnungsbeträgen kümmern, oder eben tatsächlich in dem Fall jetzt einer, bleiben wir bei der Zahnarztrechnung, über 3.500 Euro mit einer Reihe von Verletzungen, die man in dem Beleggut häufiger mal findet, die dann direkt an einen entsprechenden Spezialisten weitergeleitet werden. Dort wird überwacht, bestimmte Service-Levels, die man eben hat, spielt in Zukunft ja auch eine Rolle, und gerade im Bereich jetzt der öffentlichen Verwaltung, was die Beihilfe anbelangt, hat man die eigenen Kunden ja im Haus sitzen, also es geht hier um die Abrechnung medizinischer Belege von Beamten. Die wollen natürlich auch möglichst schnell ihre Erstattungen erhalten, das wird also entsprechend dann systematisch überwacht. Der Sachbearbeiter erhält mittels elektronischer Akten alle Daten und Dokumente und Informationen im Zugriff, die er jetzt benötigt, um beurteilen zu können, wann und wie und in welcher Höhe der Beleg erstattet wird. Und jetzt bleibe ich in dem Beispiel eben einer ambulanten Zahnarztrechnung über 3.500 Euro. Da kann es dann durchaus interessant sein, was wurde denn im Bereich oder im Verlaufe der Behandlung hier schon alles eingereicht und wie ist man bisher in der Erstattung damit umgegangen. Also Zugriff dann auf die entsprechende Leistungsakte, wo die bisherigen Belege eben alle elektronisch gespeichert sind. Dazu oder darüber hinaus hatte ich vorher schon erwähnt, auch hier gilt es unmittelbar im Kernsystem gegebenenfalls weitere Informationen zu erhalten zu dieser Beurteilung. Und wenn ich jetzt in diesem Beispiel bleibe, von vorhin dieser GOZ 009, weiß ich, wer kennt die genau, wer weiß, was die Abrechnungsposition wert ist? Weiß das jemand von Ihnen? Ich weiß es auch nicht genau, aber sagen wir mal, die ist 1,79 wert, und bei einem 3,5-fachen Satz und das jetzt viermal, kann man sich ausrechnen, der Betrag ist vielleicht nicht so wahnsinnig hoch. Insofern kann es durchaus sein, dass man in einem Regelwerk definiert hat, ich möchte es gar nicht zu einem Sachbearbeiter bringen und möchte das jetzt korrigieren, sondern es ist effizienter, das sogenannt dunkel zu verarbeiten, also in eine automatisierte Verarbeitung zu geben, ohne dass es überhaupt zu einem Sachbearbeiter noch gelangt. Bei anderen Belegen ist es mit Sicherheit, bleiben wir bei dieser ambulanten Zahnarztrechnung, sinnvoller, das bei einem Spezialisten dann intensiv zu prüfen. Was am Ende des Tages ein ganz wesentliches Ziel ist, ist, dass die Informationen, die ich jetzt auf dem Weg bereits elektronisch gewonnen habe oder am Anfang mal extrahiert habe, dass ich die nicht nochmal in einem System eingeben muss. Also ist es tatsächlich hier so, dass wir beim Landesamt für Finanzen all diese Informationen, die vorher aus mittels Smartfix ausgelesen wurden, dann auch vorbelegen in das entsprechende Kernsystem, in dem Fall ein Beihilfesystem, in dem dann hernach die Erstattung erfolgt, also auf der einen Seite tatsächlich die finanzielle Erstattung des Ex-Kasso und auf der anderen Seite die Erstattungsmitteilung, die mittels Text- und Output-Management automatisiert wieder erstellt wird. Das, was für den Sachbearbeiter sichtbar wird, ist der Postkorb. In dem Postkorb vielleicht zwei, drei Hinweise jetzt nur zu der Darstellung hier. Sie sehen, ich war jetzt den ganzen Tag nicht im Büro, deswegen ist alles schon auf Rot gegangen, was ich heute hätte bearbeiten müssen. Wir haben hier eine Unterscheidung zwischen in Summe sechs Sendungen, die sind hier kenntlich gemacht durch diese grauen Striche, die dazwischen sind. Das andere stellt jeweils eine Sendung ein, die ein Versicherungsnehmer oder in dem Fall eben ein Beamter eingereicht hat, einen Leistungsantrag mit unterschiedlichen Belegen hier, Arzneimittelrechnung, ambulante ärztliche Behandlung etc. Und Sie sehen, hier kommt der nächste Antrag. Hier findet also der Sachbearbeiter zunächst mal alle Arbeitsaufträge, alle Dokumente, die jetzt eingegangen sind, und
hat hier die Funktionen jeweils kontextsensitiv in einem Menü zur Verfügung, die er jetzt in seiner Bearbeitung dafür benötigt. Im nächsten Schritt hat er den Zugriff auf die elektronische Akte, das Beispiel, das ich vorher gebracht hatte, also bisherige Abrechnungen, bisherige Belege, die findet er in einer elektronischen Akte, auch hier wieder gebündelt in die Vorgänge oder Sendungen, die bisher eingegangen sind, mit der Möglichkeit hier umzuschalten zwischen einer Listansicht und einer Kleinbildansicht, was sehr häufig dafür hilfreich ist, sehr schnell auf das richtige Dokument zurückzugreifen oder auf das richtige Dokument zu finden, welches ein Sachbearbeiter allein an der äußeren Erscheinung schon sehr schnell erkennen kann und damit mit einem Klick dann im Zweifelsfall bei dem richtigen Dokument ist das oder auf der richtigen Seite eines Dokuments ist, das er jetzt zur Bearbeitung benötigt. Alle Informationen, die jetzt für die Beurteilung benötigt sind, findet er hoffentlich hier. Wenn nicht, dann gibt es eine Funktion, die sehr hilfreich ist und die wir auch beim LFF implementiert haben, nämlich dass in der Regel der Sachbearbeiter, wenn er ein Dokument oder eine Sendung erhält, mit einem Klick alle Informationen erhält und alle Umsysteme geöffnet, die er jetzt benötigt. Das heißt, er sieht auf der einen Seite im Viewer alle Dokumente mit allen Seiten, die jetzt zu dieser Sendung gehört, kann hier navigieren im Detail. Er bekommt die richtige Akte, also vergangene Leistungen, die Leistungsakte aufgezogen. Und Sie sehen hier tatsächlich den Screenshot von BayBAS, das ist das bayerische Beihilfesystem, also das Leistungssystem, in dem diese gesamten Informationen, die ich vorher erwähnt hatte, bereits vorbelegt werden oder wurden von uns, die in dem auf der Erfassungsstrecke elektronisch gewonnen werden konnten. Und das passiert mit einem Klick, das heißt, das ist für den Sachbearbeiter sehr schnell und sehr einfach. Von hier aus kann er dann weiter navigieren, gegebenenfalls in das Expertensystem, das heißt, sich dann die Beurteilungen anzuschauen, die aus dem Expertensystem gewonnen wurden, für einzelne Abrechnungspositionen, die als zu beanstanden markiert wurden. Das haben wir jetzt hier nicht noch in der Darstellung zusätzlich mit draufgenommen, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Zwei weitere Ergänzungen vielleicht noch, die für die Sachbearbeiter dort sehr hilfreich sind. Wir haben jetzt verschiedene Bündelungen gerade schon implizit besprochen. Wir haben von einer Sendung gesprochen, zu der Dokumente gehören. Wir haben Vorgänge gehört. Wir haben einen generischen Begriff hier gewählt, um Dokumente in der Erfassungsstrecke vollautomatisiert bündeln zu können oder eben auch manuell durch den Sachbearbeiter. Das nennt sich Set. Und der Set hat den großen Vorteil, dass auch wenn ich in dem Postkorb zunächst mal nur einen Eintrag habe, den ich erweitern kann auf die Ansicht aller Dokumente, dass ich jeweils, selbst wenn nicht alle Dokumente bei mir im Postkorb gelandet sind, mit einem Klick das gesamte Set einsehen kann. Und im Zweifelsfall kann ich hier auch nochmal andere Gruppierungen bilden, weil ich vielleicht feststelle, ich bin nicht der richtige Spezialist für einen Teil der Dokumente, bilde eine neue Untermenge, ein anderes Set und leite dieses an den richtigen Sachbearbeiter weiter. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch manuelle Bündelungen in Geschäftsvorfällen vorzunehmen, sehr häufig im Widerspruchsbereich vorzufinden. Und das ist auch hier das Beispiel. In einem Widerspruchsbereich ist es so, dass ich halte einen Widerspruch und dann bezieht sich der eben auf nicht nur einen eventuell, sondern mehrere Leistungsanträge, weil es um eine gesamte Behandlung, bleiben wir bei dieser Zahngeschichte, bleibt. Und dann gehören da eine ganze Reihe von Dokumenten dazu, die diesen Widerspruch behandeln. Das kann der Sachbearbeiter bündeln aus bisherigen Sets und Akten, um einfach sehr schnell auf diesen einen Geschäftsvorfall so lange zurückzugreifen, wie er jetzt in der Bearbeitung ist. Welche Vorteile ergeben sich daraus? Die klassischen, würde ich mal sagen, im Bereich der Einführung eines Dokumentenmanagements oder eines Postkorb- und Vorgangsbearbeitungssystems. In Bayern spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Bayern ist in 7 Regierungsbezirke aufgeteilt und in jedem dieser Regierungsbezirke sitzt ein Landesamt
für Finanzen. Man kann sich vorstellen, dass bei einer bisher beleghaften Bearbeitung man sehr schlecht Zugriff hat auf Informationen und Dokumente, die jeweils physisch in einem ganz anderen Landesamt liegen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also im Moment befindet sich das Produkt im Rollout. Die ersten Landesämter sind bereits damit ausgestattet. Die weiteren folgen jetzt. Und in dem Moment, wenn alle ausgerollt sind, dann erhalte ich in ganz Bayern einen Zugriff elektronisch auf die Dokumente, auf die Akten und bin insofern von überall auch auskunftsfähig. Ich habe diesen Überblick 360-Grad-Sicht, wie man so schön neudeutsch sagt. Und selbstverständlich spielt es eine große Rolle, hier intern die Prozesse zu optimieren. Nicht nur in Bezug auf die Durchlaufgeschwindigkeit und auf die Auskunftsfähigkeit, sondern tatsächlich die Produktivität darüber auch zu erhöhen. Das ist ein ganz klar formuliertes Ziel auch hier im Landesamt für Finanzen. Und man rechnet hier mit entsprechenden Steigerungen in den nächsten Monaten. Ganz wichtig ist natürlich dieser Aspekt, dass man komplett, egal auf welchem Kanal etwas hier eingegangen ist, in Zukunft alles nach den entsprechenden Gesetzen elektronisch verfügbar hat, vom Eingang bis zum Ausgang. Und einen Vorteil habe ich jetzt hier nicht aufgezeigt, aber der spielt im konkreten Fall mit Sicherheit auch eine wichtige Rolle. Es geht hier um Kostenerstattungen von gesetzlich regulierten Leistungen. Also die Gebührenordnungen sind auch Gesetze. Und insofern dagegen verstoßen wird, werden diese Verstöße auch entsprechend gekürzt. Also es werden konkret Kosten eingespart in der Erstattung von Leistungen, die nicht erstattungsfähig sind. Das ist in diesem speziellen Verhältnis nicht immer lustig, weil die eigene Kundschaft sind ja im Zweifelsfall die Mitarbeiter, sprich Beamten des eigenen Hauses. Aber auch wie in einer privaten Krankenversicherung gilt natürlich hier, erstattungsfähig ist nur das, was gesetzlich erlaubt ist. Und dieses Potenzial wird mit Sicherheit zukünftig deutlich besser gehoben werden können als in der Vergangenheit mit einer rein manuellen Bearbeitung. Wenn wir uns das jetzt aus der Brille des Bürgers oder auch der Unternehmen anschauen, dann gibt es natürlich auch hier Vorteile. Der erste ist vielleicht, dass ganz wesentlich die Durchlaufzeit schneller wird. Also am Ende des Tages, ich als derjenige, der die Leistungspost einreicht, früher eine Erstattung erhalte, die Anträge schlicht und ergreifend schneller bearbeitet werden können. Das betrifft dann natürlich auch Rückfragen und die gesamte Korrespondenz, die im Zweifelsfall bei Rückfragen entstehen. Ja, und in diesem zukünftigen Ausblick, wie ich es vorher dargestellt habe, auch was Customer Self-Care dann anbelangt, ist es natürlich schön, wenn ich von außen jeweils im Zweifelsfall über eine App oder über ein mobiles Endgerät nachschauen kann, wie ist denn der Status der Bearbeitung, und wenn ich eine Auskunft benötige, dass ich, egal wo ich anrufe, sehr schnell und akkurat diese erhalten kann. Und als allerletztes, dass ich in der Zukunft dann auch in der Lage bin, das, was ich sonst in der freien Wirtschaft längst und in der privaten Kommunikation nutze, dass ich das dann auch hier kann, sprich elektronische Kommunikation. Es verbleiben ein paar Minuten. Gibt es von Ihrer Seite Fragen auf der einen Seite zum Prozess, zu den Grundlagen der elektronischen Bearbeitung in der öffentlichen Verwaltung oder auch konkret zu dem Projekt beim Landesamt für Finanzen? Bitte. Ja. Wie weit ist die Zukunft noch weg? Für den Self-Care des Bürgers, dass der dann eben über seine App vielleicht auch was schickt oder über die App sich anschaut, wie der Bearbeitungsstatus ist. Haben Sie die Frage alle verstanden? Jetzt wunderbar. Also die korrekte Antwort bezogen auf das Landesamt für Finanzen ist, die technischen Voraussetzungen sind damit jetzt geschaffen. Es gibt im Moment noch kein Vorhaben oder kein Projekt, um die Kommunikation bzw. die Verfolgung dieser Kommunikation von außen durch den Bürger auch zu ermöglichen. Also das, was ich vorher so nach oben mal dargestellt hatte, Bearbeitungsstatus,
etc. Das ist noch kein Vorhaben, das ist jetzt konkret GRIP, wo man jetzt für bestimmte Apps das zur Verfügung stellen würde. Aber von der Implementierung innerhalb des Hauses sind die Voraussetzungen damit komplett geschaffen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag.